Hallo und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. In dieser Folge gehen wir hier ins obere Viertel. Wir sollen mit dem ehrenwerten Lord Hagen reden und ihn über die bevorstehende Dracheninvasion informieren. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht mehr, denn ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was wir da oben alles zu erledigen haben. Ich würde vorschlagen, wir probieren es einfach mal und gehen da hoch, nachdem wir in den letzten Folgen hier mit den gesamten Bewohnern von Korinis ausgiebig gesprochen haben. Natürlich gibt es hier noch viel zu erledigen, aber ich will jetzt einfach mal einen Schritt weiterkommen. Und deswegen versuchen wir jetzt zu Lord Hagen zu kommen. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin Bürger der Stadt und ich gehöre zur Truppe des Königs, du Waschlappen, du. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nein, ich bin doch Bürger. Lass mich durch, du Penner. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinis. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinis bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Boah, die Penner sind alles so fresh, ey. Das war bei Gothic 1 damals schon. Und zum Schluss... Ich mach das hier auch, ich verspreche euch das. Ich schwöre das hier bei meinem Namen, Kryo, dass ich das mache. Kurz bevor wir die Insel hier erreichen, mache ich mir eine extra Abspeicherung. Und dann bin ich hoffentlich schon brutal stark und dann haue ich euch allen in die Fresse, das kannst du mir glauben. Und dann lade ich die neue Abspeicherung rein, wir spielen es nochmal. Aber hier, ich gebe euch, ihr könnt mir glauben, ich knüppel euch zu Tode, ihr Penner. Mann, ihr, das freche Saupack hier. So, wir sind da. Wir sind im oberen Viertel oder im reichen Viertel, wie ich immer dazu zu sagen pflege. Das ist ungefähr da, wo ich wohne, im reichen Viertel. Okay, manche sagen auch Slums dazu. Naja. Ich würde aber sagen, wir sprechen jetzt erstmal den hier in der Mitte an. Der, was er so schön glänzt in seiner Parade-Paladin-Ausrüstung. Und dann, bevor wir dann weiter loslegen, spreche ich erstmal mit den Bürgern. Sonst haben wir das gleiche Problem wie in den letzten Folgen mit Korinis, sondern dass wir hier eine Quest nach der anderen machen. Aber letztendlich die Basics noch gar nicht gemacht haben, nämlich mit den ganzen Bürgern gesprochen. So, mein Lieber. Ach, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Als Angehörige der Miliz hast du im Übrigen Zugang zu den Räumen der Paladine. Aber dein Quartier ist nach wie vor in der Kaserne. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Das solltest du am besten wissen. Als Angehörige der Stadtwache ist es deine Aufgabe, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ja, bleib locker, Alter. So, ich bin mal gespannt, ob wir da einfach so durchgelassen werden, weil der Lothar eben gerade mir nicht nur wieder irgendeine Geschichte ins Ohr gedrückt hat, sondern vor allen Dingen auch erzählt hat, ohne Grund werde ich da nicht vorgelassen. Der Grund ist, dass ich mit ihm reden will. Aber gut, der müsste wahrscheinlich da hinten irgendwo sein, in dem Gebäude genau vor uns. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal hier der Reihe nach mit den Leuten hier in der Stadt. Das ist ein normaler Bürger, mit dem brauchen wir nicht reden. Mit dem normalen Pöbel geben wir uns nämlich gar nicht ab hier. Gerbrand, hallo. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand, für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Jawohl, Herr Gerbrand. Ja, Herr Gerbrand. Zumindest verstehst du schnell, wie hier der Hase läuft. Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen, kann ich so einen kräftigen Burschen wie dich bestimmt gebrauchen. Du würdest einen prima Lagerverwalter abgeben. Kannst du lesen? Natürlich. Natürlich. Gut, gut. Geschultes Personal bekommt man selten. Wie sieht's mit Referenzen aus? Referenzen? Schon gut. Ich werde mir dein Gesicht merken. Wenn der Handel wieder in Schwung kommt, melde dich bei mir. Vielleicht habe ich dann einen Job für dich. Na gut. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven.
Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Also erst will er mich noch als Lagerverwalter oder Lageraufseher haben und jetzt sagt er, er soll mich hier verziehen. Also ich glaube, der braucht auch mal ein paar in die Zähne. Hier, ohne Scheiße. Hier ist vielleicht ein Sauvolk in Gothic 2 unterwegs. Ein Arbeiter und noch ein Arbeiter, mit dem brauchen wir nicht reden. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter. Und beziehungsweise wir können auch natürlich auch mal in die Häuser reinschauen. Na, das ist bestimmt den seine Hütte. Der sieht es wahrscheinlich nicht so gerne, wenn ich da reingehe. Klauen können wir da wahrscheinlich eh nichts. Da ist aber noch eine Treppe nach oben. Aber der Penner wird uns hier folgen. Beziehungsweise der wird dreimal meckern und dann wird er sein Schwert ziehen. Was haben wir hier? Oh, da ist jemand drin. Ein weibliches Wesen, eine holde Maid. Sowas hat man selten. Fernando. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Habt ihr das eben gehört? Ich will euch ja sicher den Spaß verdeben, aber das Schwein hat die Stimme von Xardas geklaut. Ich kenne das genau, das war die Stimme aus dem Anfang, vom Anfang. Das ist schon lange bekannt. Naja, gut, ich will mal nicht so sein hier. Die haben halt alle sehr ähnliche Stimmen, ja. Klar, die sind ja auch alle hier vom gleichen Ort. Und ihr hört ja wahrscheinlich auch hier, das ist ein Hesse, das ist ein Frankfurter und so wird es da wahrscheinlich auch sein. Und deswegen hört er sich wahrscheinlich nur täuschend ähnlich dem richtigen Xardas an. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen, aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Ach, womit verdienst du jetzt dein Moment. So, der hat uns leider nichts mehr Neues zu sagen. Die sind alle hier so ein bisschen am Jammern, dass die Geschäfte nicht gut laufen und dass die Kohle knapp wird. Wambo. Was für schöner Name hier. Der Ritter, den brauchen wir nicht anlabern, aber komm, den Wambo, den sprechen wir mal an. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Der hört sich irgendwie schon so ein bisschen crazy an. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Okay, viel gibt's hier nicht zu erzählen. Ich denke, wir machen direkt einen Abflug zum Lord Hagen. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich gehöre zur Miliz. Alles klar, du kannst rein. Sehr schön, mein Freund. Da stehen auch welche. Ritter. Albrecht. Ich muss mit Lord Hagen reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst, fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Dann eben nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen direkt zu Lord Hagen. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Innos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe. Was weißt du über das Auge Innos? Oder ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. So, irgendwie flackert das gerade bei mir ein bisschen. Ich habe schon wieder das falsche Aufnahmeprogramm genommen, aber es macht nichts. Ich hoffe, es stört euch nicht. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich glaube allerdings schon. Gut, die Armeen des Bösen. Bla bla bla. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein?
Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Sehr schön. So, ich klicke noch gerade mal auf Ende, weil mir das Flackern nämlich ein bisschen auf die Nerven geht hier. Ich probiere es jetzt mal von einer anderen Richtung aus. Spreche den jetzt mal hier rum an. Aber ich sehe schon, da ändert sich nichts. Das flackert hier irgendwie. Das nächste Mal, ich verspreche es euch, ich nehme ein anderes Aufnahmeprogramm, nämlich das von früher. Da ging das alles auch einwandfrei. Ich würde ihn jetzt gerne noch fragen, das andere fragen. Da müssen wir jetzt halt mal mit dem Flackern leben. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Aber die anderen Sachen, die will ich natürlich auch noch wissen. Das ist mir wichtig hier. Was weißt du über das Auge Enos? Was weißt du über das Auge Enos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein Erwählter Enos es tragen kann. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Willkommen in Kapitel 2. Wir haben den Schlüssel zum Pass erhalten. Aber ich war noch nicht fertig. Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Enos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Enos zu stellen. Nur die edelsten und mutigsten Recken werden in unserem Orden aufgenommen. Wenn du wirklich die Absicht hast, ein Paladin zu werden, musst du beweisen, dass du würdig bist. Ja, das ist also wieder Onkel Hagens Märchenstunde. Wie kann ich mich würdig erweisen? Deine Taten werden zeigen, ob du würdig bist. In Enos Namen kämpfen wir für Freiheit und Gerechtigkeit. Wir kämpfen gegen Belia und seine Schergen, die Enos gerechte Ordnung zerstören wollen. Verstehe. Gar nichts verstehst du. Unsere Ehre ist unser Leben und unser Leben ist Enos. Ein Paladin zieht Enos preisend in die Schlacht. Und viele von uns haben ihr Leben auf dem Altar des ewigen Streits zwischen Gut und Böse gelassen. Dieser Tradition hat sich jeder einzelne von uns verpflichtet. Wenn wir scheitern, beflecken wir die Taten unserer gefallenen Kameraden. Nur wer dies wirklich versteht, ist würdig, ein Paladin zu sein. Verstehe. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Und die Erzminen hier auf der Insel sind die letzten, zu denen wir noch Zugang haben. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. So, diesmal haben wir alles mit ihm abgesprochen. Hier haben wir noch Ingmar, den müssen wir auch nochmal anreden. Laut der mir vorliegenden Berichte ist das Minental ein gefährlicher Ort. Du solltest dich gut ausrüsten, bevor du losziehst. Ja, habe ich auch vor. Wir werden noch ein paar Quests erledigen, bevor wir da hinreisen.
Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen, obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben. Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Orkhorden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein. Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Ach du Lutscher. Gut. Wir haben unsere Mission bekommen. Wir können da nochmal hochgehen. Vielleicht gibt es ja da auch noch irgendwas Interessantes zu entdecken. So. So eine holde Maid oder so. Zwei Sessel, da können wir uns ausruhen. Was gibt's da hinten noch? Hallo, irgendwie bleibe ich da hängen. Cornelius. Der hat noch nichts zu sagen. Gut, wir sind einfach zu früh hier. Das heißt, wir können wieder abhauen. Sobald ich das mit der Kamera hinkriege und wir wieder rausfinden. So, dann übrigens wollte ich noch ein paar Sachen offscreen sagen. Und zwar wurde ich gebeten, in den Kommentaren jetzt schon mehrmals Anti-Aliasing und oder wie es alles heißt, zu aktivieren. Wird da ein bisschen schöner aussehen. Habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Ich werde versuchen, ab der nächsten Folge dran hey, zu denken. Hey du, warte mal. Du willst dich doch auf dem Weg ins Minental machen, richtig? Und? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht, und ich besorge dir dafür einen Ring, der deine Lebenskraft stärkt. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Ich will vor allen Dingen mehr haben als einen blöden Ring. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich werde das, sofern ich dann diesmal dran denke, bei der nächsten Folge das aktivieren. Und dann sollte es ein bisschen schöner aussehen. Das wollte ich nur mal mitteilen. Falls man sich wundert, warum ich das schon wieder nicht getan habe. Ganz einfach, weil ich es vor dieser Folge wieder mal vergessen habe zu aktivieren. Und jetzt ist es natürlich schon wieder ein bisschen spät. Da unter der Woche, ich ist gerade unter der Woche, wenn ich es aufnehme jetzt hier im Moment, ist die Zeit immer ein bisschen knapp. Und deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich die Folge einfach nochmal neu starten, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber es ist leider nicht so. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen wieder ein kleines Päuschen. Wir sind im zweiten Kapitel angelangt. Unser primäres Ziel ist jetzt zurück ins Minental zu reisen. Und dort Beweise zu bringen. Beweise für die Existenz von Drachen. Das Problem ist wahrscheinlich eigentlich gar nicht die Beweise. Das Problem ist mehr die Orks, die dort sind. Und zwar in großer, großer Anzahl. Und das heißt dann letztendlich, bevor wir ins Minental gehen, müssen wir noch die ein oder andere Quest erledigen. Ich will zumindest noch ein bisschen trainieren. Wir sind zwar ziemlich stark, aber die Einhandwaffenfähigkeit und auch die Zweihandwaffenfähigkeit ist doch momentan noch sehr, sehr bescheiden. Und das will ich zumindest noch ein bisschen steigern. Aber wir können ja mal gerade gucken, wie viel eigentlich noch fehlt. Wir haben 27.165 Erfahrungspunkte. Und die nächste Stufe bekommen wir 27.500. Also wir sind kurz vorm Aufsteigen. Das ist auch ganz gut so, denn wir sind seit ewigen Zeiten nicht mehr aufgestiegen. Und dann können wir wieder ein bisschen was lernen. Das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. Im Idealfall wären das noch zwei Level. Dass ich nämlich einmal meine Fähigkeit des Kampfes steigern kann und zum anderen auch noch ein bisschen stärker werden kann. Damit ich nämlich den Gürtel abziehen kann, den ich gerade trage. Und trotzdem meine Waffe ausrüsten kann, die ja 60 Stärke benötigt. Und der einzige Grund, warum wir sie tragen können, ist eben, weil wir einen Gürtel haben, der plus Stärke hat. Gut, aber das werden wir auch noch hinkriegen. Ich werde jetzt mal gucken, das machen wir jetzt heute nicht mehr. Was sind jetzt eigentlich noch für Quests offen? Wir haben hier noch eine ganze Menge Diebesgilde und so weiter. Und da sollten auf jeden Fall noch zwei Level-Ups drin sein, bevor wir dann letztendlich ins Minental gehen und uns mit jeder Menge Orks rumschlagen. Gut, Freunde, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in Kürze wieder. Macht's gut, bis dann.